es gibt eindeutig, glaube ich, mehr schlechte als gute Filme. Und was die schlechten Filme definiert, ist ein bisschen so, dass ich voraussehe, was ich kenne. Man weiß irgendwie schon das Ende. Man kennt das Ende schon. Anhand des Titels erkennt man, wie es ausgeht am Film. Also da gibt es vor allem eine schlimme, ich glaube, so romantische Actionkomödien. Das ist für mich der Horror. Das fängt an, man sieht einen Mann und eine Frau und man weiß, die kommen zusammen. Irgendwann erwischt die Frau, wie der Mann eine andere küsst, obwohl er sie gar nicht liebt, aber am Ende kommen sie wieder zusammen. Dann ist wieder dieses Happy End. Das ist für mich so die Horrorvorstellung jedes Films. Die haben immer dieses gleiche Schema, die sind nach dem aufgebaut und du weißt schon, es geht so aus, du brauchst es gar nicht anschauen. Das interessiert dann auch. In mich interessiert es überhaupt nicht. Das ist für mich ein schlechter Film. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Es war so ein deutscher Film. Mit Matthias Schweighöfer. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Aber er hatte genau dieses Prinzip. Er hatte genau dieses Prinzip und auch so zwischendrin ein paar flache Witze. So zur Auflockerung der Stimmung. Das war schon richtig hart. Also das ist auch... War auch überhaupt nicht mein Humor. Und dann ist sowieso... Dann schalte ich irgendwann... Habe ich wahrscheinlich gar nicht zu Ende angeschaut, richtig? Also das kann ich mir nicht geben dann. Ein guter Film muss mich überraschen. Ein guter Film braucht intelligente Dialoge. Auf jeden Fall. Es braucht, ich finde, ein guter Film ist wie ein gutes Musikstück. Es hat so einen Rhythmus. Es muss einen Rhythmus geben, den man natürlich auch brechen kann. Aber er braucht auf jeden Fall diese Musikalität drinnen. Dass es nicht nur in einem durchgeht, sondern dass es oft schneller wird, auch vom Tempo her. Dann kannst du auch Pausen haben, aber es braucht immer was Dynamisches in einem Film. Ein Film, der mich sehr lange beschäftigt hat, war Das Fest. Das war so ein Dogma-Dings. Das war einfach so, es war sehr gut gespielt, erstens. Und ich hatte das Gefühl, dass auch dem Schauspiel sehr viel Raum gegeben wurde. Weil sonst kenne ich das auch von manchen Drehs, dass man eher schaut, dass es ein gutes Bild ist und dass man da auch quasi das in Kauf nimmt, dass das jetzt schauspielerisch nicht so gut war. Und da hatte ich eher so das Gefühl, ja, Dreck auf der Kamera, egal, das war gerade so gut gespielt, wir nehmen die Szene trotzdem. Und da hatte ich das Gefühl, dass es eben mit sehr viel Liebe und auch sehr innovative Kameraeinstellungen, auch ganz ungewohnt, vom Boden rauf und so, nicht diese Hochglanzbilder, es war einfach ein bisschen dreckig. Und dreckig finde ich gut. Ich finde es super, dass es sowas gibt. Und ich finde, es sollte einfach, ich kenne sie selber erst seit kurzem, quasi, und es sollte vielleicht öffentlicher gemacht werden, weil ich glaube, dass das sehr vielen Leuten, die... Glaube ich, das liegt denen vielleicht auf der Seele, dass sie mal auch was loswerden, was sie da in den Filmen, vor allem bei ein bisschen schlechten Filmen, dass sie das mal sagen können.